Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin der Dani Olpe. Und wir heißen euch willkommen zurück zu Mario Luigi's Puzzle Saga. Hallöchen. Im letzten Part haben wir Larry, den letzten Koopaling und Kampffried erledigt. Und jetzt stehen wir vor einem großen Tor. Ihr wisst, was das heißt. Sag's, Dani Olpe. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich glaube, wir können nach Hause gehen, weil wir haben eindeutig schon jeden erledigt, den wir erledigen müssen, ne? Bis auf einen. Oh ja, genau. Es wird Zeit fürs Finale. Okay. Und hier ist keine Musik. Menacing. Ja. Ist irgendwie, als würde man irgendwie in den letzten Raum vom Pokémon Champion irgendwie reingehen. Ja. Ich will da nicht hin, Mario. Nein. Los. Lass uns nach Hause gehen. Nein. Habt ihr es doch glatt bis hier geschafft? Ganz die Superstars des Pilzkönigreichs. Aber wer meine Pläne stört, darf keine Gnade von mir erwarten. Nachwundern werde ich mir auch das Pilzkönigreich untertan machen. Ey, pass auf, Mann. In meinem neuen Reich gibt es keinen Bedarf an alternden Superstars. Der einzige Superstar hier bin ich. Oh Gott. Also mal auf damit. Ah. Oh, Finale! Den schnappen wir uns. Oh. Was? Okay. Oh, oh was? Den schnappen wir uns, Bowser Miller. Mitten in die Fresse. Nein. Schnell Verteidigung senken. Wupp. Was? Aua. Ah. Ja, Verteidigung ist sogar gesenkt. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, was ist mit den Dingern? Die heilen sie nachher, aber lass sie liegen. Und wir gehen direkt auf Pause mit da los. Oh, war nur 5. Oh oh. Oh nein. Was ist mit dem los? Oh Gott! Der schießt Sterne auf uns. Sag mal, hast du sie eigentlich alle? Sag mal, geht das noch? Ja, nur die Grünen gehen. Ja. Auf mich wir können sie jetzt nicht mehr mit Sprungattacken angreifen, weil sie einfach überhitzt ist. Ja, sie ist wohl so eine Schwarze. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Was? Wie könnte das? Mario, Luigi! Du warst aber noch nicht im Leben. Was zum... Bombe? Ah! No! Am Ende zählt halt nur der Sieg. Auf Nimmerwiedersehen und ruht sanft in meinem Magen. Oh nee. Seid ihr jetzt schon Bowser's Inside Story? Nein, der Kampf geht weiter. Oh Mann. Ihr habt noch nicht genug? Ihr seid ja krasse Knaben. Das ist der Final Boss. Euch schmier ich mir aufs Butterbrot. Was? Pass auf, wir haben nur noch einen HP. Wie soll ich denn das schaffen? Ja, gib mal. Gib uns mal Zeug. Alter. Das ist ja nur, das ist irgendwie wie aus Final Fantasy. Gibt auch immer irgendeinen Move, der einen auf 1 HP reduziert. Und ich bin so oft gestorben an diesem Boss. Ja, aber jetzt bin ja ich da. Also wird es noch 1 Million Mal schwieriger. Scheiße. Wir müssen erst alle Körperteile angreifen. Bevor wir dann auf das Herz gehen können. Was du vielleicht schon sehen kannst. Siehst du es? Ja. Ach man. Oh. Hat aber wehgetan. Oh oh. Aua. Ah. Ah. Mann. Oh, der schießt hat nicht auf mich. Oh nee. Doch. Oh nein. Au. Dreck. Ich bringe uns ja noch alle um. Oh. Ah. Normal. Ah. Er flippt seinen Finger. Finger weg, ey. Finger weg.
So, hat er überhaupt in seine Verteidigung gesenkt? Nein. So, aber meinst du denn, ist gefährlicher, die Arme oder der Kopf? Die Arme sind gefährlich. Ich würde wirklich sagen, die Arme sind viel gefährlicher als der Kopf. Ah, schon wieder nur. Ah, der eine Arm ist weg. Wem geht das? Es geht auf dich. Nee. Zu früh. Oh nee, doch nicht. Weiter. Und nochmal. Und nochmal. Geil. Okay. Bam. Komm, den schnappen wir uns. Würde ihn nicht erreichen. Nein. Das ist der Kopf. Oh nee, doch. Ja, ich bin doch. Also wir treffen gerade das Herz. Nee, wir treffen den Kopf. Oh, aua! Oh. Ich hab zu früh gedrückt. War schon wieder auf mich, ehrlich. Aber die Musik ist voll cool. Naja. Mein Gott. Da! Mal nach oben. Da ist das Herz! Das schnappen wir uns. Ey! Jetzt haben wir ein paar zu gezeigt, um halt um ihren Körper anzugreifen. Nein, nicht die Grabschände. Gar weg. Fasse er mich nicht an. Aber geh mal auf den. Gott verdammt. Ich glaub, Miller steht nicht auf dich. Niemand mag Luigi. Wir das haben Herz. Schon lange nicht mehr getroffen, glaube ich. Fasse er mich nicht an. Boah. Oh nein, bist hingefallen. Oh nee. Sie hat ihre Körperteile. Ah, nein, aua. Ja, meinst du, kann man die Verteidigung von senken? Ich bin mir nicht sicher, versuch's mal. Let's go, mein Bruder. Auf allen. Teilt sogar die Dinger. Oh nein! Oh. Achte auf die Augen. Ich achte auf die Arme. Und du musst auch auf die Augen achten. Das zeigt nämlich an, wohin sie schwingt. Ob sie dann nach unten schwingt oder nach oben. Nein, fass er mich nicht an. Nein, geh weg. No touch. Aber ist eigentlich egal, ob die Dinger. Oh nein! Haben. Nein! Aua! Mein Hintern wurde verbrannt. Ah! Hey, die Arme zuerst. Weil ich immer nur den Angriff mache, aber. Ja. Weil der Angriff ist am leichtesten. Au! Bitte auf Mario. Verdammt! Oh nein! Oh! Ich habe mich mal in meiner Runde gleich. Ja. Erstmal linken Arm ausschalten. Ha! Heil dich! Halt dich, mein Bruder! Wir müssen jetzt überleben! Nom. Wieso ist doch nur der Final Boss? Hallo? Ja, nur der Final Boss. Der geht schon wieder auf dich. Geh weg mit diesen blöden Dingen! Ich glaube, du fühlst dich ein bisschen vom Spiel gemobbt, ne? Meinst du, dein Feuerangriff bringt was auf das Herz? Ich hab keine Ahnung. Es könnte was bringen. Vielleicht der super duper super ultra Angriff. Oder vielleicht halt den hat. Das ist natürlich ganz doof, ne? Ja. Ah. Das ist Herz. Oh Gott, und sie hat keinen Körper. Sollen wir es wagen? Warte mal. Tu mal einmal nicht treffen, ne? Okay. Halt ihn. Oh nein! Nein, wir können nicht mit Feuerattacken das Herz angreifen. Drei. Ich glaube, mit Elektroattacken können wir auch nicht angreifen. Oh Gott, nein, geht auf mich. Ich weiß nicht, ob der das geheilt hat. Die Arme hat es auf jeden Fall geheilt. Ah. Buff. Ah, nein, fass er mich nicht an. Ja genau, geh voll immer auf das Herz. Den Rhythmus habe ich langsam drauf. Ja. Es war spät, aber oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Oh. Diese Verzweiflung, wenn ich meinen Hammer loslasse. Ja.
Nein, fass er mich nicht an. Nein, fass er mich nicht an. Was passiert jetzt? Oh Gott, Heilung. Oh, das Herz ist noch da. Wir haben noch Zeit. Ja, what? Oh, oh nein. Es ist oh. Es ist ziemlich frustrierend, wenn er diesen Angriff direkt macht, wenn wir nur noch ein HP haben. Das kann er machen. Ja. Nein! Ist halt Rollenspiel halt, ne? Ja, halt Rollenspiel. Mit Rollenspiel-Logik. Scheiße, er hat sich verschlossen. Hey. Warum? Hey. Was? Wie? Zurückkommen? Aber. Ich glaube, ich heile uns gleich mal. Ja. Nein. Ja, ich heile uns definitiv mal. Ja. Oh nein. Ist eigentlich dran. Du bist dran. Na, ich. Ja, mit 100 HP für beide. Was? Haben wir doch schon erledigt. Aua. Geh weg. Muss einfach mit jedem Angriff hier mal wie blöder drücken, ja. Ey. So. Komm, den schnappen wir uns. Schnappen wir ihn uns? Ja. Ha. Du hast es echt raus. Ja. Vorsicht, nicht springen! Okay. Nicht springen? Ist das der ein HP-Angriff oder was? Nee, das ist ein Laser-Angriff. Wir hatten doch am Anfang des Kampfes nur ein HP gehabt. So, ich dachte, er macht das noch. Manchmal im Kampf. Nee, das kann er nicht machen. Das wäre so viel zu schwer. Er macht fast jeder Final Fantasy Final Boss. Ja? Ja. Ihr habt noch nie Final Fantasy gespielt, meine Freunde. Oh. Oh. War gerade gestunt? Ja. Komm, das Herz, das schnappen wir uns. Nein. Oh. Oh, jetzt geht keiner. Alter! Alter! Ich wurde da nur getroffen. Feuer! Geh weg. Heil uns mal. So, eine Runde heilen, alles klar. Ja, also eine Runde heilen, aber sowas von. Heil uns. Was ist denn los? Scheiße, ich hätte springen müssen. Aua. Wir müssen springen. Ich habe mal B gedrückt. Au. Kann gar nichts machen. Wir müssen davor springen, bevor die Zeit stehen bleibt. Das ist doch viel zu schnell. Ah. Oh mein Gott, nein! Oh. Au! Er hat euch geschnippt, Mann! Seine Arme bewegen sich jetzt auch noch! Oh nee! Nee! Ich muss mal gleich meine Dinge zahlen, meine. Ja, mach gleich aber. Greift das Herz an! Greift zum Verrecken das Herz an! Ist immer noch offen! Ja! Was ist das? Ah! Ah! Aber der Video. Ey, ich dachte mal vorbei. Ja, was zum? Ich dachte, der Angriff war schon vorbei. Haben wir schon eine Zigarettenpause und so gemacht. Was? Oh Gott. Hört im Video. Oh. So. Es ist verschlossen. Oh nein! Hey. Hey. So, einmal Heilung. Aber so ein. Am einen alles von uns heilt. Einfach alles.
einen Goldpilz, aber das ist halt nur einen. Ah, ich baue Dings langsam. Ah, aber heilen uns erstmal beide. Ja. So, unsere Nuss. Ich brauche langsam ein paar Brüderpunkte. Ich kann nur 5. Ganz früh. Geh weg. Nein! Bam. Direkt zurück auf den. Oh, danke. Hier. Ah, geh weg. Ja. Nein. Nee. 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 Ja. Nee. Ja, immer zuerst die Arme angreifen. Der Rest ist nicht mehr so schlimm. Ha, du hast den Move echt raus. Ich glaube, das ist dein neuer Lieblingsmove, kann das sein? Ja. Nein. Nein. Oh, nein. Nein. Oh. Oh, nein. So, jetzt aber. Ha. Ha, hast ihn getroffen. Oh mein Gott. Ha. Der goldene Treffer. Komm, den schnappen wir uns. Oh. Was? Wie? Kopf noch nicht down. Da müssen wir ändern. Dann ist dann den wieder. Warte, oh. Was nützt das, wenn der Kopf gleich weg ist? Ist doch egal. So. Mach das Ding fertig. Mach ich. Ha! Wir haben es geschafft. First try. Wir haben keinen einzigen Move vermasselt. Was? Warum? Mein Körper. Hast du auch, wenn du uns isst? Ja. Wir sind nicht so lecker. Oh, oh Gott, das ist nicht wahr. Ich, ausgerechnet ich, besiegt von 2 popeligen Klempnern. Alter, wir haben es im First Try geschafft. Ja, sehr gut. Oh, Alter, sind wir geil. Oh, da ist Bowser. Hi, Bowser. Oh, okay, jetzt kommt noch die letzte Phase. Was? Ah. Glitzer! Ein Toast auf die Superbrüder! Hey, er hat unseren Namen gehört. Ich fühle mich jetzt gerade sehr geehrt von dir. Ich habe die Festung vermint. Wir müssen fliehen, bevor uns hier alles um die Ohren fliegt. Wir treffen uns am Eingang. Tschüss. Okay. Shit. Oh schnell, Gott. Schnell, wir müssen fliehen. Schnell. Hoher Sprung. Na, ist es Game Over oder was? Ja. Müssen wir mich auf den Arm nehmen? Schnell, schnell, schnell. Gott. Also was wird der Weg ist hier schon wieder aufregen? Mein Timer. Also, schnell, Vorsprung. Warum drückst du meine Knöpfe? Das muss jetzt hier schnell gehen. Schnell, das war's. Wohin? Darunter, ja, da unten war ein Schalter. Ja. Nee, da runter. Na. Geh einfach da runter. Springe auf mich. Oh shit, shit, shit. Spring runter, Mann. Komm, raus aus dem Fass. Okay, okay, okay. Nichts wie weg. Wenn es jetzt daran scheitert, ne, das wäre so klassisch. Oh, schnell, wir müssen von hier fliehen. Nichts wie weg hier. Da war schon, mein Gott. Wo bin ich? Was habe ich hier gemacht? Der arme Bowser, der merkt nicht mal, was ist da passiert. Wie meine Festung explodiert. Ja, gut. Yay! Ja, also, womit habe ich das verdient? Liebe Freunde. Und bitte kommt auch mal zu Besuch ins Pilzkönigreich. Prinzessin, ihr habt fantastische Freunde. Ich beneide euch. Und was du? Ach, ich war da. Oh, Bruder, komm. Lass dich kündeln, alte Sportsfreund. Prinzessin Peach und Mario und Luigi. Danke. Zum Abschied nehmt ein Geschenk von mir. Alter,
Mein Gott, hast du den meisten Wortwort von diesem Abenteuer? Was ist denn da drin? Wir schenken uns Bowser. Was stimmt mit dem Typen nicht? Der ist auch noch krank. Warum schenkt er uns einen kranken Bowser? Ja, wir haben es geschafft. Wir haben Mario und Luigi Super Saga durchgespielt. Sogar im First Try den Final Boss geschafft. Wer hätte das gedacht? Ich hätte es nicht gedacht. Danke für das Vertrauen. Selbst wenn ich dieses Spiel allein gespielt hätte, ich hätte diesen Boss nie first getried. First getried vor allen Dingen. Nie gefirst tried. Mein Gott. Ja, aber wir sind durch mit dem Spiel. Ja. Hast du irgendwelche abschließenden Worte? Aber dann erstmal zu deiner Bewertung. Wie fandest du das Game? War es eine gute Idee von mir, dieses Spiel auszuwählen? Ja, ich fand es gut. Dann kommen wir jetzt mal zur Bewertung. Bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das Beste ist. Okay, bei 10 würden schon so Klassiker wie Final Fantasy und so bei mir sein. Also würde es eine solide 7 oder 8 geben wahrscheinlich. Ja, bei mir so auch so eine solide 8 bis 8,5. Ich habe schon bessere Rollenspiele gespielt, muss ich jetzt sagen, aber war in Ordnung, auf jeden Fall. Ja. Kann man empfehlen. Ja, weil es ist ja auch der erste Teil der Mario Luigi Reihe und wir werden natürlich auch den zweiten Teil noch spielen, irgendwann. Welcher wäre das? Dann Partners in Time. Okay. Das wäre der zweite Teil. Wo die Story sogar noch ein wenig größer ist. Und da wir auch noch insgesamt dann 4 Knöpfe haben. Ja. Anstatt nur 2. Ja. Dieses Koop kann ich auch nur empfehlen, ist auf jeden Fall... Hat für ein paar Momente gesorgt, irgendwie, die man alleine wahrscheinlich nicht erlebt hätte. Ja, vor allen Dingen, es ist ziemlich witzig. Ja. So, jetzt schmeißen wir Bowser erstmal ab, weil, zack. Was soll man mit dem, ne? Ja, was soll man mit dem? Pff, da kommt im paar Stunden wahrscheinlich wieder und dann führt die Prinzessin, hallo? Ja, genau. Was, wie, wuhu, geh weg. Ja, nochmal angeguckt, der ist abgehauen. Ja. Ja. Bei mir ist es halt auch eine... Oh, oder hier, Producer ist Shigeru Miyamoto. Miyamoto-san? Ja. Na, rest in peace, ne? Das ist Satoru Iwata. Okay. Satoru Iwata ist tot. Ah. Shigeru... Da stand er, ja. Shigeru Lord ist noch am Leben. Okay. Aber ist auch schon alt, ne? Warte hier. Ich geh nur gesagt. Weiß Square Enix? Was? Ja, wollte schon sagen, irgendwie so ein... Ich meine, deswegen ist auch irgendwie... In ein Rollenspiel von Mario und Luigi, der Final Boss Team von Final Fantasy 4 drin, glaube ich. Ha. Naja, aber das Ende und jetzt sieh dir das an. Das war alles nur ein Film. Bravo, bravo, woohoo! Ich will Fleisch. ich meine. Ende, gut gespielt. Ja, wir haben wirklich gut gespielt und auch mit diesem Ende verabschieden wir uns von diesem Let's Play. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht, weil uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja. Und wir sagen dann tschüss, bis zum nächsten Let's Play. Bye bye.